Die Taufe Jesu im Jordan. Das Land, in dem Jesus lebte, liegt in der Wüste. In dieser Wüste gibt es kaum Wasser, dafür aber Steine, trockene Äste und verdorrene Sträucher. Durch diese Steinwüste fließt der Jordan und verbindet den See Genezareth mit dem Toten Meer. Ohne den Fluss Jordan könnte in dieser Gegend kein Mensch wohnen. Am Jordan lebte ein Mann namens Johannes. Die Israeliten nannten ihn den Täufer, weil er Menschen im Jordan taufte. Viele Menschen kamen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Damit wollten sie zeigen, dass ihnen Gott wichtig ist und dass sie so leben wollten, dass Gott Freude an ihnen hat. Eines Tages kam auch Jesus mit einigen Jüngern zum Jordan. Er ging zu Johannes und sagte: „Tauf mich." Johannes sah ihn überrascht an. Er spürte, dass ihm kein normaler Mensch gegenüberstand. Das war der, auf den er gewartet hatte. Der, von dem sein Vater ihm erzählt hatte. Der, dem er vorausgehen sollte. Darum sagte Johannes zu ihm: „Nicht ich soll dich taufen, sondern du mich. Du kommst von Gott, du müsstest mich taufen." Weil Jesus aber sagte: „Tu es bitte trotzdem", willigte Johannes ein. Johannes und Jesus stiegen in das Wasser des Jordans. Johannes taufte Jesus. Da öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist kam auf Jesus herab und seine Stimme sagte: „Du bist mein geliebtes Kind."